Willkommen bei Schlesien Journal. Der erste Sonntag im Juni ist bei vielen Oberschlesiern der Tag, an dem sie auf den St. Annaberg pilgern, und zwar zur Wallfahrt der Minderheiten. Sie kommen aus nah und fern, um gemeinsam zu Heiligen Anna zu beten und ihr die Sorgen anzuvertrauen. So war es auch in diesem Jahr. Für einige Mitglieder des DFK Beuthen Stolarzowice begann die Pilgerfahrt in den frühen Morgenstunden. Denn in diesem Jahr haben sie sich dazu entschlossen, zu Heiligen Anna nicht mit dem Auto oder Bus, sondern mit dem Fahrrad zu pilgern. Od w sumie 2005 roku jeżdżę na pielgrzymkę mężczyzn ostatnią niedzielę czerwca. No więc w tym roku przyszedł pomysł, żeby i na pielgrzymkę mniejszości, na którą jeździmy oczywiście co roku, ale w tym roku wybrać się na rowerze. Uwielbiam jeździć na rowerze. Jest to, można powiedzieć, jedno z moich hobby. Także jak usłyszałam, że będzie wycieczka na Górę Świętej Anny, także bez chwili zastanowienia się wykorzystałam to i w towarzystwie jedziemy się wspólnie modlić. Fast 60 Kilometer mussten die Pilger aus Stolarzowice radeln, um den Annaberg zu erreichen. Dorthin brachten sie ihre Sorgen und Bitten mit. Nasze koło w Stolarzowicach i Górnikach ma w tym roku za co dziękować. Mamy zupełnie nową siedzibę, pięknie odnowioną. Nasze koło się rozwija, ma coraz więcej członków, więc uważamy, że warto ten wysiłek poświęcić i w ten sposób podziękować za to, co otrzymaliśmy, ale też u świętej Anny prosić o to, żeby w dalszym ciągu nasze koło mogło się rozwijać. Ja jadę z troskami o rodzinę, mam córki chore i chcę, żeby były zdrowe i jadę się modlić o rodzinę. Fast 1500 Pilgerinnen und Pilger trafen sich am 1. Junisonntag auf dem St. Annaberg zu Minderheitenwallfahrt. Einige legten 60 Kilometer zurück, andere wiederum 700, so wie Christoph Krusel, der aus Nürnberg angereist war. Seine Großeltern stammten aus Lavenzschütz. Gemeinsam mit seiner Mutter verbindet Christoph Krusel den Familienbesuch oft mit der Minderheitenwallfahrt. Die Wallfahrt ist für mich dass ich mich in meine Tracht, in meine Bergmannsuniform schmeißen kann. Mein Vater war früher Bergarbeiter. Und das dann hier zu repräsentieren am heiligen Annaberg, der, ich sag mal, der Mitte und dem Herzen Oberschlesiens, das ist ein Gefühl, das kann man einfach nicht beschreiben. Das Gefühl der Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit, des Zusammenhaltens, konnte man auf dem St. Annaberg an diesem Tag zu jeder Zeit spüren. Die deutsche Sprache hörte man nicht nur unter den Pilgern, sondern auch bei den Ansprachen der geladenen Gäste. Unter ihnen war der deutsche Botschafter in Polen, Thomas Bagger. In seiner Rede hat er über die Begegnung mit dem Erzbischof Alfons Nossol erzählt, aber auch den Krieg in der Ukraine erwähnt. Für ihn war es der erste Besuch auf dem St. Annaberg, dem für die Schlesier so besonderen Berg. Ich bin hier, um das selbst zu spüren, um etwas zu lernen, um etwas zu erfahren. Aber wenn es eine Botschaft gibt, dann auch in diesen Zeiten sich nicht entmutigen zu lassen und weiter daran zu arbeiten, dass man als deutsche Minderheit hier in Polen eine Bereicherung darstellt. Eine Bereicherung für die Menschen in der Region, aber auch für die Menschen beider Länder. In den Sprachen der beiden Länder, auf Deutsch und Polnisch, wurde auch das feierliche Hochamt zelebriert. Diesmal unter der Leitung des Oppelner Bischofs Waldemar Muschow und seinem Gast, dem Erfurter Bischof Dr. Ulrich Nehmeyer. Als Dank für die spirituelle Stütze bekommen die Bischöfe Blumen als Symbol einer vereinigten Vielfalt. In diesem Jahr stand die Wallfahrt unter dem Motto: Freut euch im Herrn, seid eines Sinnes, haltet den Frieden. Das war auch die Botschaft, die den Pilgern an diesem Tag vermittelt wurde. Einheitlich denken im Rahmen der deutschen Kultur bedeutet, dass wir vor allem die Sprache pflegen. Das ist die Einheitlichkeit. Jedno myślcie, w tym samym kierunku myślcie. Deshalb, das ist
diese Botschaft der Wallfahrt, damit wir nicht aufgeben, die Ausbildung für die Ausbildung der Kinder zu sorgen, damit wir nicht aufgeben, die Sprache des Herzens, also die deutsche Sprache ganz konkret, in den Familien zu pflegen. Diese Botschaft, die deutsche Sprache zu pflegen, wurde den Pilgern während der Wallfahrt mehrmals ans Herz gelegt. Sie wurden dazu ermutigt, das Deutsche auch im Alltag zu benutzen. Nach dem Gottesdienst in der Lourdesgrotte begann beim Pilgerheim das Festival der Kinder- und Jugendgruppen der deutschen Minderheit. Die Wallfahrt endete mit einer Nachmittagsandacht in der Basilika. Und nun die Infos im Schlesienjournal. Am 3. Juni kamen in Sackrau bei Großneukirch die Delegierten der Oppelner deutschen Minderheit zusammen. Neben einem Resümee des letzten Jahres ging es vor allem um Wahlen. Zunächst wurde intern in der Organisation ein neuer Vorstand sowie der Prüfungs- und Schlichtungsausschuss gewählt. Vorsitzender bleibt weiterhin Rafał Bartek, der für die kommenden Jahre viele Herausforderungen sieht. Wir müssen einerseits überzeugen, dass uns die Förderer nach wie vor fördern wollen und werden. Und auf der anderen Seite müssen wir aktiv bleiben, damit wir selbst gewisse Sachen gestalten können. Wir müssen eins sehen, eine Region des Dialogs, die die Oppelner Woiwodschaft nun mal ist, kann nur dann bestehen, wenn es die deutsche Minderheit gibt, wenn unsere Identität sichtbar bleibt. Deshalb, wir müssen darauf setzen, dass wir auch eine Region des Dialogs bleiben wollen. Region des Dialogs lautet auch der Wahlspruch der deutschen Minderheit bei der kommenden Parlamentswahl, bei der sie mit einem eigenen Wahlkomitee antreten wird. Bei der Jahresversammlung wurden die ersten drei Kandidaten für den Sejm vorgestellt. Richard Galla, Rafał Bartek und Susanna Donat-Kaschura. Weitere Namen sollen in Kürze folgen. Chcemy wystawić pełną listę 24 kandydatów i kandydatki. Myślę, że to będzie tak 50-50. Myślę, że to będą najlepsze kandydatury, które mogą doprowadzić do tego, że ten wynik będzie, powiedziałbym, historycznie najlepszy. A on powinien spowodować, że zdobędziemy nie tylko jeden mandat, ale myślę, że dwa. Wenn es um die Senatswahl geht, hält sich die deutsche Minderheit dagegen zunächst bedeckt. Unklar ist, ob sie eigene Kandidaten aufstellen wird oder sich dem sogenannten Senatspakt der Oppositionsparteien anschließt. Eine Delegation junger Führungskräfte aus Bayern besuchte Ende Mai Oppeln. Im Rahmen des Dialogprogramms Polen und Deutschland aus der Perspektive der jungen Generation der Hans-Seidel-Stiftung trafen sich die jungen Menschen mit lokalen Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft. Auch Treffen mit Vertretern der deutschen Minderheit standen auf dem Programm. Neben einem Austausch mit dem Abgeordneten Richard Galla und dem Direktor des Hauses der deutsch-polnischen Zusammenarbeit Lucian Sumla stellte ihnen der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Gesellschaften, Rafał Bartek, die Rolle der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Oppeln vor. Was die deutsche Minderheit betrifft, so ist meine Einschätzung, dass eigentlich die Problematik gar nicht so bekannt ist bei den Menschen in Deutschland. Was wir heute auch besonders gelernt haben, ist, dass es ja noch einen großen Unterschied gibt zwischen der deutschen Minderheit und den Schlesiern. Also das betrifft Menschen in einem einzigen Gebiet, in einem relativ kleinen Gebiet. Aber wir würden aus deutscher Sicht nicht darauf kommen, dass es eben neben der deutschen Minderheit hier auch noch eine starke regionale schlesische Identität gibt. Im Anschluss an die Treffen fand im Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln eine Podiumsdiskussion mit Vertretern des Jugendforums der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Oppeln und den Gästen aus Bayern statt. Auf der Agenda standen Fragen rund um die gegenseitige Wahrnehmung der Jugendlichen beider Länder, aber auch, was für Probleme die junge Generation auf beiden Seiten der Neiße und Oder bewältigen muss. Im Rahmen des österreichischen Frühlings lud die Österreich-Bibliothek in Oppeln zu einem Workshop ein, bei dem es um die österreichische Kräuterkundige Maria Treben ging. In Gruppen wurden verschiedene Präparate nach den Rezepten der 1907 bis 1991 lebenden Pflanzenheilkundlerin vorbereitet. Diese wirken auch gegen die Beschwerden der Menschen des 21. Jahrhunderts. Bereits Maria Trebens Mutter hatte eine Hausapotheke und Bücher von dem Naturheilkundler Sebastian Kneipp. Doch das entscheidende Erlebnis, das Maria dazu bewog, sich mit Kräuterkunde zu beschäftigen, kam erst wesentlich später. Nach dem Weltkrieg musste sie flüchten und sie war in so einem Flüchtlingslager und war krank an Typhus. Und dann, da gab es keine Arzneimittel und eine
Krankenschwester hatte ihr den Saft von Schöllkraut gegeben und der Saft hatte ihr geholfen. Und dann natürlich, naja, Typhus, meistens starb man eben, ne? Weil das war so eine Krankheit, da hatte man keine Chance. Maria Treben war Autodidaktin. Sie hat unzählige Bücher gelesen und sich von lokalen Kräuterfrauen beraten lassen. Ihr bekanntestes Rezept ist die schwedische Kräutermischung, die es noch heute in verschiedenen Varianten zu kaufen gibt. Die Bücher von Maria Treben sind in der Wojewodschaftsbibliothek in Oppeln auf Polnisch und in der Österreichbibliothek in Oppeln auf Deutsch ausleihbar. Das war's bei Schlesien-Journal für heute. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.